So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Die Kamera wackelt immer, weil der ganze Tisch fliegt hin und her. Pupsi hat mal wieder was bestellt beim Olympus. Da sammelt sie nämlich immer jetzt hier so Bonuspunkte und dann kriegt sie 15 Euro Gutschein. Und mit jeder Bestellung, die du machst, kriegst du schon irgendwie Rabatte. Und nach so und so viel rabattierten Bestellungen, da kriegst du so einen Gutschein und dann kannst du alles über Lieferando und was weiß ich, meinigen, da laufen die Uhren halt anders. Da kenne ich mich nicht mit aus. Das ist Olympus. Die haben jetzt was bestellt und ich habe gedacht, hier gibt es eine 122, die Pizza Sucuk, also mit dieser türkischen Knoblauchwurst. Da steht nämlich Pizza Sucuk, Tomatensoße, Käse, Knoblauchwurst, Pilze. 10 Euro mit 32 cm Durchmesser. Und als Bonus habe ich da noch Ananas drauf machen lassen und Ei, Spiegelei und Ananas. Und wie das aussieht und ob das schmeckt, gucken wir uns mal jetzt an. In Meining habe ich nämlich traditionell dieses Problem, wenn du irgendwo hingehst und siehst, oh, Sucuk-Pizza, das nehme ich. Ah, Sucuk leider nicht da. Okay. Sucuk-Burger, ah, leider nicht da. Also egal, wo du hingehst, Sucuk immer ausverkauft, gibt's nicht. Jetzt machen wir das hier auf, gucken mal hier rein. Haben jetzt hier eigentlich eine Sucuk, Ananas, das dritte habe ich vergessen, achso, Spiegelei-Pizza. Und die müsste jetzt eigentlich richtig brutal und heftig aussehen, aber ich sehe, da ist so viel Käse drauf und das Ei, dass die Sucuk-Wurst irgendwie komplett untergeht. Genial finde ich immer noch, dass sie hier diese Plastikdinger reinmachen, dass das halt nicht den Deckel runterdrückt, aber da ist ja eh keine Soße drauf, da kann ja nichts mit passieren. Dann habe ich ja auch noch eine schöne Fuego Jalapeno Sauce und diese Stinger Special Edition. Je nachdem, wie die schmeckt, möchte ich nämlich die Stückchen auch mal damit probieren. Jetzt stelle ich euch wieder hier hin, nehme mir mal ein Stück raus von der Seite. Das ist halt jetzt leider schon kalt, die anderen haben schon gegessen. Ich musste warten, dass die Sonne ein bisschen weggeht, setze mich jetzt hier hin. Hier vorne sieht man schön diese Sucuk-Wurst und hier daneben gleich das Stück Ananas. Sucuk ist ja schon sehr speziell, aber Ananas ist auch speziell. Es gibt Leute, die lieben Ananas, es gibt Leute, die hassen Ananas. Ich finde es schön, eine fruchtige Alternative zu einer fettigen, scharfen Wurst zu haben. Aber wie das schmeckt, das habe ich selbst auch noch nicht gehabt, vor allem noch mit Ei dran. Beißen wir mal hier rein in das Stück. Schmeckt erstmal noch ganz viel Boden. Du merkst zart, die Ananas, das Ei nimmt den Geschmack generell wieder ein bisschen weg. Und im Hintergrund kommt so ein bisschen von der Sucuk-Wurst durch. Ist halt jetzt schon ein bisschen kalt. Hätte warm natürlich besser geschmeckt. Ich beiß mich mal hier durch und dann probieren wir das mal mit Soßen. Ob wir da noch einen besseren Geschmack rausholen können. So, diese Kombination aus Sucuk mit Pilzen auch drauf, habe ich glaube ich auch noch nie gehabt. Die meisten haben da einfach dann nur Sucuk drauf und sonst nichts. Und dass da so viel Käse drauf ist, kenne ich so auch nicht. Weniger Käse hätte mir gut gefallen. Mehr Sucuk, mehr präsent von dieser fettigen, übertrieben fettigen Knoblauchwurst. Und trotzdem schmeckt es eigentlich ganz gut. Habe ich aber irgendwie Sucuk-artiger in Erinnerung. Sonst, wenn ich Sucuk gegessen habe, habe ich gedacht, boah, ein, zwei Stück, das ist ja so speziell. Weil da kannst du keine ganze von essen. Hier denke ich, das ist so unscheinbar auf einmal. Da kannst du auch eine Salami-Pizza nehmen. Wir probieren jetzt mal diese Fuego Jalapeno Sauce hier drauf, wie das mit der Ananas harmoniert. Schöne Blöre. Und so die Essigschärfe von der Jalapeno Sauce mit diesem fruchtigen Anteil aus der Ananas macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Du weißt gar nicht, wovon du das Sodbrennen kriegst. Ansonsten ist es jetzt nicht mehr so trocken wie davor. Brennt auch ein bisschen, ist ein bisschen würzig, passt auch zum Sucuk, finde ich ganz gut. Jetzt packen wir hier nochmal was rein und beißen uns da nochmal durch. Also wo wir wieder beim Thema sind, Tabasco auf Pizza geht eigentlich immer. Jetzt probieren wir mal die Stinger. Special Edition, diese Honig-Knoblauch,
Jolokia Chili-Soße. Jolokia. Klingt wie Nokia. Nokia Chili-Soße mit Handygeschmack, jetzt neu. Die ist auf jeden Fall definitiv schärfer als die, als diese normale Jalapeno. Da können wir trotzdem aber einen ordentlichen Batzen drauf machen, denn die schmeckt verdammt gut. Ich glaube, die harmoniert sogar noch besser dazu als das Fake Tabasco. Gerade der süßliche Honiggeschmack zu der Ananas. Und sonst diese Schärfe, die brennen direkt hier. Dann kommt die Fettwurst hinten durch. Das ist also ganz speziell. Aber ich glaube, wir werden den Test mit der Mad Dog auch noch machen. Und die habe ich gar nicht hergestellt. Aber was wäre ein Video ohne Mad Dog? Wir beißen noch mehr ab, holen kurz mal die Mad Dog raus. Habt ihr den Adi-Schatz gesehen? Der wollte schon wieder flüchten, da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht hier vom Balkon runter hüpft. Das wird gefährlich. Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Brauchst du ja eigentlich nur einen ganz kleinen Tropfen, ja? Jetzt nehmen wir uns hier drüben das Stück. Da sehe ich hier vorne schon einen Pilz. Bei dem Pilz an die Spitze möchte ich jetzt mal einen Tropfen Mad Dog draufhauen. Bis jetzt immer noch Stinger. Und Stinger ist der Boss. So, hier jetzt ein Tropfen Mad Dog drauf. Seht ihr das? Schwarze, das Dunkle. Die Mad Dog Pizza, jetzt neu. Mal gucken, ob das mit Pflaume immer noch. Das hat so einen pflaumigen Geschmack, warum auch immer. Das hat sich irgendwie geändert. Und seitdem jedes Mal ein Erlebnis, wieder in die Mad Dog reinzubeißen. Mmh. Also, du merkst auf jeden Fall eine Steigerung. Das Stinger Special Edition, das zündet nochmal richtig, sobald die Mad Dog kommt. Ein Geschmack unbeschreiblich, aber harmoniert nicht so gut mit dem Geschmack der Pizza, wie es bei dem Hot Jalapeno oder dem Stinger der Fall ist. Mein Sieger in dieser Runde ist also Stinger, wovon leider auch nicht mehr so viel da ist. Da will ich gucken, wenn Hannes mal kommt oder irgendwas, dass da noch was zum Probieren übrig ist. Wir haben jetzt wieder Fettwurst, Sucuk. Habt ihr schon mal Pizza Sucuk gegessen? Esst ihr regelmäßig Ananas-Pizza oder Sucuk mit Ansatz? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Das lasse ich mir jetzt noch schmecken. Mit bisschen Stinger-Soße. Wir sehen uns beim nächsten Mal.